Ja, die ersten Tage sind rum. Wir haben schon viel erlebt hier in Las Vegas, uns mit vielen Leuten getroffen, viel Spaß gehabt, viel gemacht. Jetzt geht heute am Dienstag aber endlich die SEMA 2019 los. Ich bin sehr gespannt. Ich war ja, wie schon bereits erwähnt, noch gar nicht da und jetzt interessiert es mich wirklich extrem, was da so geht. Wir können zum Glück zu Fuß vom Hotel dahin laufen. Aus unserem 63. Stock hier hat man noch eine richtig schöne Aussicht und das werden wir jetzt mal tun. Direkt nebenan findet ihr noch einen Golfplatz und leider ist die Scheibe ein bisschen dreckig von außen, da müssen sie mal wieder bei. Und da hinten seht ihr auch schon das Messegelände und da werden wir jetzt mal hinlaufen. Ja, in Las Vegas scheint ein Lambo mittlerweile wirklich rein gar nichts Besonderes mehr zu sein. Die Dinger stehen hier an jeder Ecke selbst zum Vermieten rum. Also, es ist halt Las Vegas. Sogar Aventador. Wir warten jetzt kurz auf den lieben Ben aus Deutschland. Der hat nämlich unsere Tickets. Es ist nämlich gar nicht so einfach, hier an Tickets ranzukommen, weil da muss man sich im Vorfeld registrieren mit seiner Firma aus Deutschland. Und deswegen kriegen wir die dieses Mal zum Glück über Wagner Tuning. Aber wirklich riesig hier. Nicht vergleichbar mit einer deutschen Messe. Oh, wir haben ihn gefunden. Ben ist auch am Start. Es ist ja wirklich exorbitant voll hier, ne? Extrem voll. Sehr viele Menschen wieder, wie jedes Jahr. Unglaublich viel, unglaublich viele Autos, ne? Und wir sind jetzt auch dabei, ne? Ihr seid immer da, ne? Ja, seit knapp 6 Jahren. Wo ist einmal ganz kurz großer Unterschied zwischen einer deutschen Messe und einer amerikanischen Messe für euch? Die Größe. Die Größe. Die Größe, okay. Genau. Das heißt einfach drauf loslaufen, gucken. Gucken, sich alles anschauen, reinziehen, überwältigen lassen, kann man einfach nicht vergleichen. Was würdest du uns empfehlen? Was sollen wir auf jeden Fall angucken? Alles. Digga, schaut euch alles an. Deswegen sind wir auch volle 3 Tage hier. Wir kommen auf jeden Fall bei euch auf dem Stand nochmal vorbei. Ja, es ist alles extrem, alles groß, alles riesig, alles gewaltig, alles anders. Ja, Wahnsinn. Krass. Einfach gucken, genießen. Krass. Okay, wir laufen einfach mal drauf los. Und los. Und hier haben wir gleich so ein typisches Auto. Wie sich die meisten wahrscheinlich die SEMA vorstellen. Ein Ford, dezent höher gelegt. Da kann man wirklich, da braucht man gar keine Bühne mehr zum Schrauben, weil man kann seinen Kopf einfach überall reinstecken. Krasse Nummer. Das nenne ich mal einen Stoßdämpfer und ein Luftbike. Würde ja mal interessieren, ob solche Autos wirklich noch hier auf der Straße fahren oder ob die einfach nur so auf den Messen rumstehen. Aber so wie ich die Amis kenne, werden die wahrscheinlich wirklich noch fahren. Aber man braucht auf jeden Fall zum Einsteigen einen Tritt, sonst kommt man da gar nicht hoch. Weil hier geht es überall so weiter. Da steht noch einer und noch einer. Ich denke, da sehen wir noch einige heute von. Und hier in Amerika ist es scheinbar so üblich, dass man nicht nur das Auto auf dem Hänger pimpt, sondern das ganze Gespann gepimpt ist. Zieht euch den Ferrari rein. Und auch hier, selbst so ein alter Ferrari, hat natürlich einen Turbolader. Allerdings sieht das Auto aus, als wenn er noch nicht 1 Meter gefahren wäre.
dieser Stelle lieben Gruß an Selim. Ich habe gerade mal nachgefragt bei H&R. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch einen Stand habt hier, aber du bist ja leider nicht hier. Spaß. Wir sehen uns auf der Essen Motorshow. Aber coole Nummer von H&R, dass ihr selbst in Amerika einen Stand habt. Schon mal die krassesten Krümmer, die mir bisher über den Weg gelaufen sind hier. Eine Idee für heute, wir zählen mal, wie viele Umbauten es auf V8-Motoren auf dieser Messe gibt. Hier haben wir gleich den ersten, C-Klasse, umgebaut auf V8 Bitero. Ja, pass auf Leute. Ultimate Streetcar. Und jetzt zeige ich euch mal, wie so ein Auto hier aussieht. Ja, das ist doch 100% Street Legal, würde ich sagen. Muss ich die Limo doch auf Kompressor umbauen. Das nenne ich mal einen Kompressor. Wahnsinn ist einfach diese Produktvielfalt, die es für die Amis gibt. Ihr habt da gerade zum Beispiel einfach mal etliche verschiedene Ölwannen mit extra Schottwänden und mehr Volumen gesehen. Krass. Also für die Amis kann man sich hier so richtig austoben. Sowas gibt es auch definitiv nur in Amerika auf der Messe. Obwohl hier Teppich etc. liegt, wird hier einfach mal geschweißt. Krasse Nummer. Ihr seht da mal so einen sogenannten Pro-Charger aufgeschnitten. Auf dieser Seite läuft der Riemen lang. Hier drin ist ein Getriebe mit einer Untersetzung. Und dann wird dieses dezente Verdichterrad angetrieben. Das heißt, die rechte Seite ist ähnlich zum normalen Turbolader. Die linke Seite statt einer Abgasseite ist einfach ein Getriebe. Er ersetzt den herkömmlichen Abgas-Turbolader und ist somit unabhängig vom Krümmer. Welches zwar zum einen den Vorteil hat, dass man nicht mehr die thermischen Probleme vom Abgasstrom hat, aber man nutzt halt auch einfach die Energie, die in Form von Wärme im Abgasstrom ist, nicht mehr, sondern rein nur noch mechanische Energie über den angetriebenen Riemen. Story, dieser Challenger wurde wohl letzte Woche noch geklaut. Es gab einen Verfolgungsjagd, dabei wurde er kaputt gefahren. Jetzt wurde er gerade wieder freigegeben und steht direkt auf der Sima. So, Grüße gehen an Björn raus. Hier gibt es tatsächlich einen reinen Wettbewerb für Motorenbauer von JE aus, dem Kolbenhersteller. Ja, die machen wirklich einen Wettbewerb, wer den coolsten Motor baut, mit jede Menge coolen Preisen. Vielleicht auch mal eine ganz geile Idee für Deutschland, wo Thematik Motorenbau ja auch immer mehr wird. Könnte man eigentlich auch mal angehen. Oh, hier haben wir noch ein Gefährt. Das sieht auch nach jeder Menge Fahrspaß aus.
Fall so aus, als wäre das Ding auch für die Viertelmeile gebaut. Aber sicher kann man sich bei den Amis da leider nie sein. Mal kleine Ergänzung, also Innenraum sieht sehr Drag Race-lastig aus. Wir haben hier so ein Power-Glide-Getriebe und ja, wenn man das noch Lenkrad nennen kann, guckt einem dann das doch recht krass nach Drag Racer vor. Krasse Nummer. Ihr erinnert euch bestimmt an das eine Video von der Viertelmeile, wo die Turbine durch die Gegend geflogen ist. Precision hat sich was Neues überlegt. Hier ist jetzt so ein Schutz drin, dass diese männliche Turbine, falls sie mal abreißen sollte, da auf jeden Fall nicht raus kann. Das gleiche haben wir auf der Verdichterseite. Da ist so eine, ich vermute mal, Kevlar-Weste drum. Dass selbst da, falls es mal in Leistungsregionen von 2000 PS pro Turbolader Peng macht, nicht alles komplett in den Innenraum und so weiter fliegt. So, also auf Nachfrage nochmal kurz. Ist tatsächlich als Schutz dafür gedacht, dass die Turbine hinten nicht rausfliegt. Ist in manchen Rennserien sogar Pflicht, aber schon seit 4-5 Jahren. Also wir lagen richtig, aber gibt's schon länger. Und diese Ballistikweste über dem Verdichtergehäuse ist genauso für die ganz großen Jungs, die mit solchen Ladern wirklich 5, 6, 7 Bar Ladedruck fahren. Da geht Safety einfach vor, falls doch mal was passiert, landen die Teile zumindest nicht überall. Ein weiteres deutsches Gesicht. Hello. Frankie ist auch hier. Was geht? Was sagst du? Krass hier, oder? Ja, wir sind ja auch gerade jetzt immer 2 Stunden hier oder so. Aber das ist eine Halle, die ist so groß wie die erste Motorshow, ne? Ich find's allerdings cool. Jede Menge Technik hier, was ich immer cool finde, ne? Für mich jede Menge Show und Schein. Was ich witzig finde, wo du gerade erste Motorshow sagst, die Hallen sind komplett anders aufgebaut, ne? Wahnsinn. Hier ist ja komplett alles so querbeet. Einer hängt was höher, einer hängt was tiefer, ja, ne? Genau. Und erste Motorshow ist ja dann doch schon eher ein bisschen strukturierter, ne? Ja, vor allen Dingen auch die Standgrößen sind halt hier brutal so unterschiedlich, ne? Du hast halt hier auch diese wirklich Ministände auch mittendrin, da ist ja Motorshow ein bisschen an den Seiten immer. Ja, hier hast du die halt auch mittendrin. Ja, cool. Wir sehen uns ja bestimmt nochmal. Auf jeden Fall. Wo gehst du jetzt? Ich fliege jetzt mal rüber zu BBS und dann zu Airlift. Spaß noch. So, ich bin hier bei Aeromotive, wollte euch nur kurz was zeigen. Und zwar gibt es hier jede Menge neue Pumpen jetzt, die direkt über die Drosselklappe steuerbar sind. Das heißt 0 bis 5 Volt Signal einfach an die Pumpe von der Drosselklappe und schön können die Pumpen von 0 bis 100% gesteuert werden. Ohne extra Steuergerät, ohne extra Controller und so weiter. Und jetzt kommt das Krasse, die Pumpen können richtig was. Also die größte Pumpe kann bis zu, ich glaube, 5 Gallons pro Minute, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Und ist dementsprechend freigegeben, selbst mit E85 noch bis 2400 PS. Krasse Dimension. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Ist vielleicht auch eine Version für Labor. Tatsächlich 5 Gallons pro Minute, das sind also knapp 20 Liter die Minute, was schon heftig ist. Es gibt aber immer noch mal eine Steigerung und zwar gibt es halt auch diese mechanischen Pumpen, die anschließend über eine Welle, über einen Zahnriemen oder angetrieben sind. Und diese Pumpen gehen sogar hoch bis 35 Gallons pro Minute. Das ist dann wirklich die Oberliga und ich denke mal, sowas wird auch in den Top-Fuel-Autos von gestern bzw. aus dem ersten Teil zum Einsatz kommen. Kleine Ergänzung gerade nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob das gerade so rüberkam, wie ich es eigentlich sagen wollte. Also diese Pumpe ist wirklich komplett stufenlos, regelbar von 10 bis 100%. Das heißt, in dem Moment, wenn euer Auto einfach nur im Leerlauf läuft, macht die Pumpe nur 10%. Je mehr Gas ihr gebt, je mehr Volumen macht die Pumpe stufenlos bis 100%. Und selbstverständlich ist Motul auch vor Ort.
So, hier wird es jetzt auch mal interessant. Und zwar, Vibrant hat tatsächlich einen Titanschalldämpfer auf dem Stand im Angebot. Da muss ich mich auf jeden Fall mal informieren, weil die brauchen wir nämlich in den nächsten Wochen für den Lambo-Film mit dabei. So, hier sind wir jetzt, glaube ich, bei dem ältesten, bekanntesten, meinerseits bekanntesten Produkt aus Amerika. Und zwar Stichwort NOS. Nitrous Express. Das ist ja die Marke, die, ich glaube, da soweit Marktführer ist und diese Produkte anbietet. Hier kann ich euch nochmal wirklich einmal kurz so eine NOS-Anlage erklären. Und zwar, viele denken immer, es wird nur das Lachgas eingespritzt. Das ist natürlich falsch. In dem Lachgas ist halt der Sauerstoff drin und passend zu dem Sauerstoff muss natürlich auch mal mehr Sprit im Brennraum. Das heißt, man hat immer sowohl einmal das NOS als auch einmal den Sprit über zwei Ventile. Und das ist nämlich auch das Schwierige bei so einer Anlage. Da kommt es natürlich wieder genau auf die Mischung drauf an, weil zu viel Sauerstoff, zu wenig Sprit wird so heiß verbrennen, dass ratzfatz Baustelle im Brennraum ist. Aber krass, ist scheinbar immer noch Markt. Ich hätte gedacht, das ist langsam ein bisschen ausgestorben. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz ein paar Impressionen hier vom Stand, weil es gibt wirklich so viele verschiedene Anwendungsbeispiele, gerade auch für die ganzen V8-Dinger und so. Das scheint in Amerika immer noch ein großer Markt zu sein. In Deutschland ist es ja nicht ganz so beliebt, weil halt einfach illegal, ne? Aber schaut mal selber. Gleich, oder? So, ich muss leider doch noch was dazu sagen. Gibt wirklich, krass, was es da alles gibt. Gibt wirklich sowohl Systeme, die einfach zwischen die Ansaugbrücke kommen. Dann gibt es Systeme, die einfach an die Drosselklappe kommen und dementsprechend hinter der Drosselklappe einspritzen. Ja, das ist auch somit das beliebteste Modell, weil da gibt es wirklich verschiedene Flansche ohne Ende. So, und hier haben wir jetzt wirklich die komplett männliche Variante. Das Ganze wird natürlich so nicht eingebaut, aber es zeigt so ein bisschen, was theoretisch geht. Hier sogar mit doppelter Einspritzung, mit zwei Düsen hintereinander, beziehungsweise hier auch überall. Also da gibt es scheinbar wirklich immer noch Motoren, die ihre komplette Leistung da wirklich rausholen und auf dieses System wirklich bauen. Krass. Meins ist es nicht, aber mal cool zu sehen. Aber das ist jetzt genau unsere Baustelle hier. Und zwar, wir sind bei der Firma PWR Advanced Cooling Technology. Die bauen Wasserkühler und Nahluftkühler. Allerdings komplett alles gefräst. Extrem krass. Ich zeige euch einfach erstmal ein paar Eindrücke, damit ihr mal seht, worum es hier geht. Für seinen Porsche GT2 ein paar schöne Kühler sucht. BMW M4 Wasserladeluftkühler. Sieht einfach krass und geil aus. Diese Übergänge zu den Wasseranschlüssen. Das ist schon wirklich fett. Extrem feine Netze. So, und hier sind wir jetzt in der Oberliga angekommen. Wasserladeluftkühler, welcher wohl bis 3000 PS und 10 bar Ladedruck geeignet ist. Kostet auch schlanke 4.500 Dollar. Komplette Eigenfertigung.
aber diese Firma kann tatsächlich auch jegliche Anfertigung in 4 bis 6 Wochen realisieren. Aber zieht es euch rein. Schon wirklich krass. Es inspiriert einem. Extrem geile Nummer. Weiter geht's. Jetzt können wir uns einmal kurz so ein Pro-Mod angucken. Das ist die Liga, wie wir am ersten Tag fahren gesehen haben, die so ungefähr 4 Sekunden auf 500 km/h fahren. Ja, also, das ist halt wirklich die absolute Oberliga. Ne? An dem Auto ist wirklich alles aus Titan, alles gefräst. Alles strukturiert, das ist schon wirklich richtig professioneller Motorsport. Auch wenn man hier so in den Innenraum guckt, das ist schon wirklich krass. Hier in der Mitte sieht er wieder so eine Ballistikweste, falls doch mal was explodiert im Getriebe, dass es nicht direkt im Fahrer landet. Aber wie ihr seht, das ist schon wirklich krasse Technik. Viel Carbon. Extrem viel Elektronik, also es wird scheinbar wirklich viel erfasst und ja, heftiges Zeug. Auch hier, selbst dieser XXL-Kompressor hat auch so eine schusssichere Weste drum, weil das ist halt wirklich brutal, wenn da was platzt, ist halt Feierabend. Ne? Ich bin begeistert von den Autos. Wirklich krass, wirklich gut. Nichts gefuscht, nichts gebastelt. Wirklich perfekt gebaut. Und auch so wie die Autos hier stehen. Man kennt das ja oft aus dem Rennsport, wenn die Autos erstmal ein bisschen gefahren sind. Ist irgendwann alles angemackt, zerkratzt, gerissen und so weiter. Das gibt es in dieser Liga nicht. Hier spielt Geld scheinbar keine Rolle. Das ist wirklich alles Endstufe. Feinste Ware. Richtig geil. Kurzer Einwand von meinem Bruder. Pro-Mod ist doch nicht die Klasse, die wir gesehen haben. Wir haben Funny Car gesehen. Pro-Mod ist eine Klasse darunter. Also selbst in der Klasse darunter ist schon wirklich alles Endstufe. Fett, geil. Mal gucken, ob wir so ein Funny Car hier auch noch sehen heute. Wir sind auf dem Toyota-Stand angekommen. Natürlich randvoll mit Supras. Ist einfach krass, wie heftig die Amis diese Supra feiern. Ist halt einfach Legende. Was allerdings auch krass ist, das würde es in Deutschland so nie geben, der gesamte Bestand besteht eigentlich nur aus getunten Autos. Egal ob Bodykits dran, leistungsgesteigerte Motoren, Rennautos oder. Wirklich heftig bei den Amis. Tuning ist hier definitiv noch an erster Stelle. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Supras, die hier rumstehen. Ist Firma Wagner Tuning. Ihr erinnert euch an die beiden Videos, wie wir da waren, meine Limo-Luftkühler gebaut haben.
haben es tatsächlich nach Amerika geschafft, haben hier einen großen Stand. Und zusätzlich auch noch baut Carsten gerade ein Werk in Amerika auf und lässt bald auch Kühler in Amerika produzieren. Wir gehen mal gucken, ob wir ihn finden. Und es geht tatsächlich noch weiter. Hier seht ihr noch mehr Sättel. Wir sind immer noch bei Alken oder Alkon. Was ich auch zum allerersten Mal sehe, ist, dass die Bremsscheibe innen eine Verzahnung hat und scheinbar auf der Radnarbe formschlüssig gesteckt ist und nicht nur über die Radschrauben gehalten wird. Kenne ich so auch noch nicht. Und extrem beeindruckend, diese Mini-Kupplung, vier Scheiben, kann sage und schreibe 1350 Newtonmeter. Bei einem Durchmesser von 140 mm. Bei mir in der Limo als Vergleich sind wir bei 200 mm. Als Dreischeibenversion für die gleiche Übertragung. Also das ist echt mal eine kleine süße Kupplung hier. Aber da sieht man wieder, das ist halt echte Rennsporttechnik hier. Ein Unterschied zwischen einer europäischen Messe und einer Ami-Messe ist, die Amis geben sich definitiv mehr Mühe, auf eine eigene Art und Weise ihre Ware zu präsentieren. Man sieht ganz häufig so richtig coole Eigenbauständer zum Präsentieren von Ware. Finde ich persönlich geil. Ich mache sowas auch immer gerne selber. Finde ich es einfach immer irgendwie persönlicher, als einfach irgendwie die Ware wie jeder andere auch zu präsentieren. Wir sind ja übrigens gerade bei Chevrolet. Ganz viele US-Hersteller fangen jetzt damit an, in der Serie eine Performance-Linie aufzulegen. Das heißt, man kann seine eigenen Autos upgraden. Das Ganze geht dann so weit, dass es hier sogar ein Camaro gibt, der wirklich komplett als Basis für die Viertelmeile dient und man quasi nur noch einen Motor einbauen im Bus. Das Ganze nennt sich dann ein Rolling Chassis. Aber guckt es euch an. Komplett ohne Motor und im Innenraum schon komplett vorbereitet mit Zelle, Schalensitzen, Anzeigen und so weiter. Das Krasseste natürlich ist, die passenden Slicks sind auch schon drauf. Also man muss nur noch Motor einbauen und Abfahrt. Es steht leider kein Preis bei, aber es steht bei, dass es auf jeden Fall für den 8-Sekunden-Bereich auf eine Viertelmeile gedacht ist. Krasse Nummer. Ich denke mal, sowas wird es in Deutschland nicht so schnell geben. Das ist wie ein Tuning-Paradies. Also von kompletten Motoren mit 580 PS über verschiedenste Tuning-Teile wie Umbausitze auf Schaltgetriebe gibt es hier wirklich alles, was das Tunerherz begehrt. Ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Zylinderköpfe, Nockenwellen. Ja, hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Und natürlich Exterieur auch noch. Kleinen letzten Überblick, guckt euch einfach mal an, wie viele Motoren hier stehen. So, noch eine Ergänzung zur Ergänzung.
Wahnsinn. Fahrwerke, Spoiler, Stabis. Und dann jetzt kommt's. Es gibt sogar, das ist halt Amerika, ganze Drag Race Upgrades. Wie Felgen, wo die Reifen geschraubt werden können, dass sie sich nicht mehr verdrehen können auf der Felge. Schmalere Felgen für vorne. Kleine Bremsanlagen hinten, damit die großen Felgen draufpassen, beziehungsweise die kleinen Felgen. Und ja, heftig. Wirklich heftig, was es hier alles gibt. Jeder Viertelmeile-Fahrer kennt das Problem, Antriebsstrang. Und selbst deswegen gibt es hier bei Chevrolet auch einmal alles. Von verstärkten Antriebswellen, Wandler, Kardanwelle, Trümmer. Krass, hier kann man sich ein ganzes Auto zusammenbauen. So, wo wir wieder bei der Produktvielfalt für unsere Amis sind. Für diese typischen LS7 V8 Motoren gibt es tatsächlich verschiedenste Repro-Zylinderköpfe. Man kann sich tatsächlich aussuchen, welchen Zylinderkopf man fahren will. Das ist natürlich für jeden Europäer undenklich, dass es auch einmal für unseren RS4 oder R32 verschiedene Zylinderköpfe gibt. Alle natürlich bereits komplett bearbeitet, komplett gefräst und direkt einsatzbereit. Das zeigt einfach mal, wie groß dieser Ami-Markt ist. Dass es halt wirklich so viele Leute gibt, die diese V8-Motoren tunen, dass es sich tatsächlich für Firmen lohnt, diese Köpfe neu gießen zu lassen. Natürlich gleich als Upgrade, wahrscheinlich mit größeren Kanälen, größeren Ventilen und so weiter und dann wirklich bolt-on fertig anbieten. Heftig. So, und hier sollten wir jetzt auch schon den größten Turbolader der Messe gefunden haben. Ganz dezenter Precision. 143 mm Verdichterrad. Krasses Teil. Soll übrigens 20.000 Dollar kosten. Wird dafür allerdings freigegeben bis 5.000 PS. Eine Halle, die ist so lang, dass man noch nicht mal durchgucken kann. Komplett voll, einfach nur mit SUV und Offroad-Zubehör. Krass, wirklich ein Riesenmarkt hier. Zieht euch rein. Das war Messetag Nummer 1. Meine Bilanz für heute, definitiv positiv. Riesig hier. Wir haben nicht ansatzweise das geschafft, was wir gerne geschafft hätten. Wir haben jetzt vielleicht 2 von 6 Hallen geschafft. Aber das Gute ist, in den Hallen, wo wir waren, war schon relativ viel Technik, relativ viel cooles Zeugs. Die Amis auch alle sehr nett. Direkt viele coole Gespräche geführt, viel gelernt. Und ja, wir haben noch 2 Tage vor uns, müssen uns auch den gesamten Außenbereich angucken. Ich denke mal, auf den Außenbereichen wird es dann ein bisschen Pickup-lastiger, aber vielleicht finden wir da ja für euch auch ein bisschen Technik. Das war's soweit aus Las Vegas von der SEMA, Tag 1. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Messeleben hier näher bringen und wir sehen uns im nächsten Video.